Yo Leute, was geht? Masse X. Zum, zum, zum. HD. Ist wieder Becker am Start. Und im Hintergrund seht ihr ein geiles erspieltes Gameplay. Ein Gast-Gameplay. Er spielt von Masse und ich soll von den Kollegen drei Leute grüßen. Einmal Sarah, seine Schwester. Sie zockt auch COD. Annika, sag mal, was hältst du davon, wenn Frauen spielen? Eigentlich ist es ganz cool, weil Frauen können auch einfach mal sich auspowern. Okay, das war meine Meinung vom Mädchen. Auf jeden Fall soll ich nochmal einen Daniel grüßen und einen B. Ham. Falls ich den Namen falsch ausgesprochen habe, tut es mir wirklich leid, ich habe ihn noch nie gehört. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zu meiner geilen Urlaubsstory. Dann fangt ihr mal beide an. So. Also, wir waren 3 Wochen im Urlaub gewesen und nach 1 Woche kam mein Cousin uns ablösen. Also meine Eltern besser gesagt. Wir sind noch da geblieben. Ich will meine Schwester. Ja, und ich und meine Mutter kamen dazu, haben sie für 1 Woche abgelöst. Dann waren wir eben 3 Tage schön am Strand. Und dann an einem Tag sagte ich mir so, komm, wenn mal schlechtes Wetter ist, machen wir eben mal eine Fahrradtour, oder? Ja, genau. Und ich werde mal oben links so ein Bild einblenden, wo dann ungefähr das aussah, wo ich hin wollte. Und am Anfang dachte ich ja, oben wäre so Sand drauf. Ja. Und dann sind wir eben dahin gefahren. Sag's mal. Mit dem Fahrrad hingefahren halt. Ja. Dachten wir uns schön mal auf die Steilküste so einen Abhang raufzuklettern. Ja. Wir sind oben geblieben, also mein Bruder und ich und hier unser Kumpel Marcel ist runtergerutscht. Und naja, man kann es ja nicht so nennen. Wir sind erst die ganze Zeit unten am Wasser so lang gelaufen. Es war schon wirklich ein ziemlich weiter Weg. Wie lange da habt ihr daran, denkt ihr so? Also eine Stunde bestimmt. Hinlaufen? Ja, natürlich. Stunde, okay. Und dann wollte ich unbedingt mal nach oben, weil ich natürlich dachte, oben wäre Sand. Und dann habe ich gemerkt, es ist Getreide oben. Und Cousine und Cousin gleich hinterher mit nach oben. Und dann wollte ich irgendwann wieder runter, weil ich habe ja diese Steinfiguren da gesehen, die oft balanciert waren. Und wollte ich unbedingt daneben ein Foto machen. Wo bin ich runtergegangen? Mein Cousin wollte eigentlich hinterherkommen. Glücklicherweise ist er es nicht. Und dann wirklich kurz vor dem Schluss war das, oder? Ja, kurz vorm Schluss, ja. Also 1 Meter bestimmt. 1 Meter, ein großer Schritt, wo ich fast unten gewesen wäre, bin ich denn umgeknickt oder so. Und unglücklicherweise. Bin auf den Rücken oder Arsch gelandet, auf jeden Fall hatte ich eine Schnittwunde. Am Arsch. Und das Beste ist, ich gucke so meinen Fuß an, ich sehe sie ja schon dick. Ich gucke so nach oben, weil sie noch da ganz oben standen. Wisst ihr, was die wirklich machen? Was habt ihr denn gemacht? Also, wir haben ihn so ein bisschen ausgelacht. Also, sie haben mich richtig ausgelacht. Und dann kam ich meine Mutter da hinten später um die Ecke, weil sie hat es nicht mehr gehört. Lächle ich sie so an. Ich so, sagte so zu ihr, guck mal meinen Fuß an. Sie so, was ist denn passiert? Ich so, ja, ich bin da runtergefallen, umgeknickt. Und dann habe ich eben versucht aufzutreten, konnte ich eben nicht. Und ja, mein Kreislauf war auch im Arsch. Auf jeden Fall, sagt, was ihr jetzt so denn noch gemacht habt. Also dann ist halt meine Schwester. Ja, also ich bin dann mit meiner Tante halt Mona nach vorne gerannt. Hab die Feuerwehr, Krankenarzt, Notfallarzt, wie man das auch nennen will, halt alarmiert. Und dann sind wir halt wieder zurückgerannt. Und dann kam ein... Ja, was haben wir in der Zeit gemacht? Also ich und Marcel haben, ich habe ein bisschen Marcel gestützt und wir sind dann von Stein zu Stein halt gehumpelt, gelaufen, wie man es nennen will. Und ja, dann kam, haben halt meine Schwester und meine Tante Mona haben halt dann auch ein paar geholt, die dann ein bisschen geholfen haben noch und sowas, haben dann auch halt den Notarzt gerufen. Ja. Netterweise sind da ja auch ein paar vorbeigegangen, haben gefragt, ob alles in Ordnung ist. Natürlich, ein Pärchen war es, die wirklich mich nur angeguckt haben und nicht mal gesagt haben, ob alles in Ordnung ist. Die haben mich nur so ganz schräg, komisch angeguckt. Ja, fand ich echt, sag ich jetzt mal, scheiße oder so. Ja, weil man schon sieht, dass ich irgendwie so blass war und ja, also fragt man eigentlich schon nach Hilfe. Egal, auf jeden Fall standen sie denn da oben. Auf jeden Fall stand er dann da oben, der Krankenwagen, oben rechts werde ich nochmal ein Bild einblenden. Und dann stand eben der Krankenwagen da oben und ich habe irgendwie gehört, die wollen mich da hochziehen oder so. Ja, aber ich war nicht so. Wie sie es schaffen sollten, weiß ich nicht. Ja, zu lebensgefährlich. Ja, auf jeden Fall haben sie mir dann so eine
Nadel in den Arm gesteckt, dass ich wieder meinen Kreislauf in Schwung bekomme, weil ich anscheinend zu wenig Wasser hatte oder weiß ich was, weil mein Puls unten war. Und dann ist ja erstmal das ganze Blut rausgespritzt. Ja, dann saß ich da wirklich eine halbe Stunde da, bis erstmal die Freiwillige Feuerwehr kam, die ganzen Typis da. Und dann haben sie endlich... 12 Leute und er stand in der Zeitung. Ja, und dann auf jeden Fall kam eigentlich endlich mal ein Rettungsboot, konnte natürlich nicht ganz ranfahren, weil da überall vorne Steine lagen und du wirst ja selbst, war ganz schön rutschig, weil Moos drauf lag. Oh ja, da hätte ich und nicht gerne. Auf jeden Fall haben die mich dann versucht, jeder so 3 Leute an der Seite mich ins Boot reinzuschmeißen. Das waren, da waren 10 Leute daran beteiligt, 2 waren im Boot und 8 waren außen, haben die Liege getragen. Also, und auf jeden Fall sind wir dann eine halbe Stunde da über ein Wasser gefahren. Und auf gleich, wo wir wegfahren wollten, haben wir gleich einen Stein gerammt unten am Boden, weil der Herr Bootsfahrer meinte auch nur, dass irgendwie die Ostsee da nur 12 Meter das tiefste ist. Auf jeden Fall habe ich die ganze Zeit den Boden gesehen. Naja, sind wir die ganze Zeit rumgecruised mit dem Boot, sind wir dann später am Land wieder angekommen, wo der Krankenwagen war. Und dann waren eigentlich schon fast vorbei. Alle Leute haben mich nochmal angegafft, wie ich da reingeschoben worden bin. Ja. Und dann bin ich eben zum Krankenwagen gefahren. Und dann ist er gestorben. Da war ich ganz genau noch, war mein Puls auf 120, ganz okay. Auf einmal war er auf 58 und dann heißt es neuer Beute. Egal. Auf jeden Fall war ich dann im Krankenhaus, hatte ihn das geröntgt und er meinte, nichts gebrochen, weil ich wieder so ein Glück hatte. Dann hat er mir nochmal gesagt, was ich genau hatte. Am Anfang wusste ich es gar nicht, was ich hatte. Wusste ich das? Nein, auf jeden Fall nicht. Red, was du dumm bist. Nee, ich hab einfach nicht zugehört. Und auf jeden Fall stand es auf diesem Zettel auch nicht drauf. Ja, und dann habe ich erst nach ein paar Wochen erfahren, dass mein Fuß verstaucht ist und die Zerrung des oberen Sprunggelenks. Ja. Und... dann war eigentlich der Urlaub auch noch ganz schön, würde ich mal sagen. Ich konnte nicht so viel machen eigentlich. Aber am dritten Tag habe ich es wieder geschafft, schwimmen zu gehen. Ja, das ging. Aber wie das auch aussah, mit 2 Krücken ins Wasser dazu gehen. Schrecklich. Eigentlich wollten mit wir im Wasser noch laufen. Bananenboot fahren, ja. So heißt es. Aber das hat auch die Ärztin erzählt. Jemand ist mal Bananenboot gefahren und hat sich da irgendwie verhakt und hatte sich was... mit dem Bein. Hüftkugel, die ja, Hüfte so. Ist so rausgesprungen aus einem Bein sozusagen. Ja, weil ganz zum Schluss war und es irgendwie so ein großer Druck war. Ja, ist auf jeden Fall ziemlich krass. Dann konnte ich natürlich nicht mehr Bananenboot fahren, traurigerweise. Aber war schon ein recht schöner Urlaub noch. Ja, aber der ging ja noch ganz schnell wieder vorbei, zu Ende. Okay, dann war es das für diese geschilderte Folge mit meiner Cousine und meinem Cousin. Und lasst auf jeden Fall ein Like nach oben da. Ihr habt das Schlusswort, okay? Okay, also bis bald, Freunde. Und guckt immer schön von Marcel die Videos. Okay, und ciao. Und schreibt ihn auch einfach mal, ja, sagt, was ihr denkt und Likes nach oben. Ciao.